Gut und leistungsfähige Beamer für unter 2000 Euro, die sind ziemlich selten. Doch BenQ möchte das jetzt ändern mit dem W2700. Ob Ihnen das gelungen ist, das sehen Sie jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu den Heimkinoraum Video News, heute wieder aus der Franchise-Zentrale Aachen. Mit einer etwas seltenen Produktneuheit für den Frühling. Normalerweise kommen ja Heimkinoraumprojektoren erst im Herbst, rechtzeitig zur kalten Jahreszeit. Doch das hat diesmal BenQ nicht gekümmert. Sie haben direkt den W2700 auf den Markt gebracht. Ja, aber das hat auch sein Gutes, denn durch diesen azyklischen Release lenkt uns kein anderer Projektor vom W2700 ab. Und er hat unsere volle Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit hat er auch verdient, denn endlich handelt es sich mal wieder um einen Projektor, der bezahlbar ist und für alle geeignet ist, die eben kein Vermögen in ihr Heimkino stecken wollen, sondern einfach ein solides und günstiges Gerät suchen. Und mit einem Preis von 1600 Euro ist es wirklich ein günstiges Mittelklasse-Modell. Ja, Eki, da hast du schon recht. Aber normalerweise sagt man ja, in der Preisklasse haben die Projektoren in der B-Note leichte Schwächen. Du hattest ja jetzt den BenQ schon einige Tage zum Testen. Wie ist dein erster Eindruck? Wie gut findest du ihn? Könnte er der neue Volksbeamer werden? Nicht so schnell. Eins nach dem anderen. Wir wollen es ja ein bisschen spannend machen. So, wir sehen jetzt hier den BenQ W2700, der auf einem komplett neuen Chassis aufgebaut ist. Er sieht auf den ersten Blick relativ kompakt aus. Die meisten anderen Beamer sind ja doch etwas größer. Wobei das eher ein Vorteil ist, denn so ein Projektor landet ja in der Regel nicht im eigenen Heimkinoraum, sondern wird im Wohnzimmer integriert. Und je unauffälliger und kleiner und unsichtbarer sich so ein Gerät im Wohnzimmer integrieren lässt, desto besser. Ja, da hast du vollkommen recht. Der BenQ ist auch mit seiner Farbe wesentlich wohnraumfreundlicher als andere Beamer. Einzige Auffälligkeit hier ist natürlich die Front, ja, die Blende. Ja, obwohl ich finde, dass die sehr edel wirkt und dem Gerät so ein modernes Design verleiht. Insgesamt finde ich, dass das Design des 2.7er sehr auf moderne Wohnzimmer konzipiert wurde. Hier vorne sehen wir jetzt nur das Objektiv des BenQs, das per Hand bedient wird. Vom Zoom her ist der Projektor eher auf kleine Räume ausgelegt, das heißt, er kann aus kurzer Distanz eine sehr große Bildbreite produzieren. Als Beispiel, der BenQ kann eine Bildbreite von 2,50 m produzieren, aus einem Abstand von 2,80 m bis 3,70 m. Das kann aber auch natürlich auch ein Nachteil sein für größere Räume, denn hier muss der BenQ in die Mitte des Raums positioniert werden. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass BenQ nicht nur die feste Montage unter der Decke dabei im Sinn hatte, sondern auch die sporadische Aufstellung auf einem Tisch. Und der Tisch ist ja in der Regel vor dem Sofa und näher an der Leinwand. Und da ist es dann wieder vom Vorteil, wenn der Projektor weniger Abstand braucht. Und dann kann man natürlich ein größeres Bild erzeugen. Der BenQ verfügt auch über einen Lens-Shift, der aber bei diesem Modell sehr sporadisch ausfällt. Mit ihm kann man lediglich kleine vertikale Korrekturen durchführen. Da bieten andere Beamer deutlich mehr Flexibilität. Das stimmt. Daher sollte man bei der Raumplanung genau vorher ermitteln, auf welcher Höhe der Projektor hängen muss. Dafür braucht man auch nicht nur unbedingt einen Lens-Shift mit einem flexiblen Deckenhalter, der in der Höhe verstellbar ist, kann man die Höhe des Projektors auch sehr gut regulieren. Außerdem hängt es auch vom persönlichen Geschmack ab, wie hoch die Leinwand hängen soll. Manche mögen das höher, manche tiefer. Auch das hat natürlich einen Einfluss, wie hoch der Projektor dann hängen muss. Am besten ermittelt man da die persönliche Präferenz beim Händler, setzt sich einfach hin und guckt, auf welcher Höhe man die Leinwand am angenehmsten findet. Und dann sucht man den entsprechenden Deckenhalter für dieses Gerät zusammen mit dem Händler aus. Das erspart im Zweifelsfall den Doppelkauf und die Enttäuschung daheim. Bei den Anschlüssen beeindrucken die BenQ-Geräte immer wieder. Hier ist alles mit an Bord, was man braucht. HDMI in voller UHD-Bandbreite, Steuerschnittstellen und sogar ein USB-Port mit integriertem Media Player ist mit an Bord. Ja, mehr braucht ein moderner Heimkino-Beamer wirklich nicht. Und selten wurden die Anschlüsse optisch so elegant auf der Rückseite integriert wie beim 2700. Das war die Ausstattung. Eki, jetzt hätte ich gerne ein Feedback zur Technik. Ja, beim BenQ W2700 handelt es sich um einen Single-Chip-DLP-Projektor. Das hat die Vorteile der kompakten Maße, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und den weitaus größeren Vorteil noch, der Langlebigkeit. Diese Technologie ist fast nicht kaputt zu bekommen. Das liegt daran, dass DLP-Projektoren ohne Polarisationsfilter und ohne Flüssigkeitskristalle auskommen, sondern wirklich rein mechanisch arbeiten und extrem langlebig sind. Zusammen mit der langen Lebensdauer der Lampe, BenQ gibt hier 4.000 bis 15.000 Stunden an im Eco-Modus, muss sich der Anwender für lange Zeit keine Sorgen machen. Obwohl ich dazu sagen muss, die Lampenlebensdauerangaben der Hersteller ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn garantieren tun die das nicht. Ja, jetzt haben wir die Vorteile. Was sind denn die Nachteile?
Der Hauptnachteil der Single-Chip-DLP-Technologie liegt in der sequentiellen Farberzeugung. Das heißt, die Farben sind nicht gleichzeitig auf der Leinwand, sondern zeitlich hintereinander. Zwar in einer sehr hohen Frequenz, aber sehr empfindliche Augen können bei starken Kontrasten dann doch so gelegentlich Farbblitzer wahrnehmen. Jeder reagiert da ein bisschen anders, viele sehen es auch gar nicht. Deshalb empfiehlt es sich immer vor dem Kauf, das Gerät persönlich mal zu inspizieren und zu gucken, wie empfindlich man da ist. Das Gleiche gilt für die Lautstärke. Der Projektor ist zwar nicht laut, aber so leise wie die High-End-Modelle, die noch viel größere Chassis benutzen, ist er dann auch wieder nicht. Auch hier gilt es, am besten vorher einmal Probe hören, dann weiß man genau, was einen erwartet. Natürlich ist der BenQ W2700 ab sofort in jedem Heimkinoraum in ganz Deutschland und Luxemburg vorführbereit und mit anderen Beamern zum Vergleichen. Kommen wir zu den technischen Neuheiten, die den W2700 zu einem besonderen Gerät machen sollen. Auf der einen Seite verfügt er über die UHD-Auflösung, die allerdings nicht nativ abgebildet wird, sondern durch die XPR-Technologie erzeugt wird. Das ist Texas Instruments Name für eine Pixel-Shift-Technologie, bei der jeder Pixel vervierfacht wird. Hier kommt allerdings die neueste Generation dieser Shift-Technologie zum Einsatz, die keinen grauen Lichthof mehr erzeugt, wie das noch bei anderen Modellen der Fall ist. Ja, eine volle HDR-Unterstützung ist mit an Bord, genauso wie eine echte 4K-Zwischenbildberechnung, die auch bei 4K-Zuspielung aktiv ist. Und als besonderes Highlight verfügt der W2700 erstmals in seiner DLP-Preisklasse über einen DCI-Farbfilter. Mithilfe dieses Farbfilters ist er in der Lage, den Original-Kino-Farbraum 1:1 abzudecken. Das kann derzeit kein Optoma und kein Acer in dieser Preisklasse, selbst in höheren Preisklassen nicht. Ja, und last but not least verfügt er über eine adaptive Lichtblende, die den Lichtstrom reguliert und so den Dynamikumfang erhöhen soll. Damit wären wir jetzt bei der Bildqualität angekommen. Ecki, ich würde mal sagen, wir testen jetzt mal das Gerät. Schnapp es dir, leg mal los. Ja, nehmen wir mal in Betrieb. Wie du bereits erwähnt hast, Ecki, ist der W2700 ja UAD-tauglich. Ja. Aber nicht nativ, sondern er macht das Ganze durch vierfaches Pixelverschieben. Ja. Wie nah kommt es eigentlich am echten UAD? Ja, zusätzlich hat er auch noch verfügt über ein Glasobjektiv, was in dieser Preisklasse bei DLP-Beam bisher einzigartig ist. Das soll die Schärfe auch noch mal erhöhen. Und ja, und wie nah kommt das an echtes UHD? Ja, muss man einfach vergleichen. Einfach projizieren und dann sieht man ja, wie nah es rankommt. Genau, du sagst es gerade schon, projizieren. Wir haben jetzt mal hier jetzt den Beamer aufgebaut, auf unsere Black Horizon projiziert. Ja. Das Ganze jetzt in Full HD, ohne Skalierung, um einfach mal direkt anzufangen damit, den Vergleich. Ja, also wir haben jetzt im ersten Schritt dieses Foto in nativen Full HD zugespielt. Und das kann man auch hier sehen. 1080p wird jetzt genau, hier zugespielt. Das Pixelschieben ist jetzt an. Das heißt, er skaliert doch. Er skaliert jetzt auf die vierfache Auflösung. Und man sieht auch hier, dass die Kanten sehr fein werden und alles so ein bisschen analoger wirkt. Man kann das aber tatsächlich bei dem W2700 auch abschalten. Es gibt dann hier im Menü einen sogenannten Leise-Modus. Ja, leise deshalb, weil das ist ja so ein vibrierendes Glas. Das hat schon noch so ein kleines Grundrauschen. Und wenn man diesen Leise-Modus anmacht, dann ist es aus. Genau. Und dann ist aber auch die Pixelvervierfachung aus und man sieht, glaube ich, auf den allerersten Blick, wie die Auflösung, obwohl das jetzt nur eine Full-HD-Zuspielung ist, reduziert ist. Es wirkt alles wesentlich gröber, man sieht auch die Pixelstruktur wieder und so feine, schräge Kanten wirken leicht ausgefranst. Also auch schon mit Full-HD-Material sieht man eine Verbesserung. Aber ja, wir haben natürlich noch nicht überprüft, wie nah das jetzt an echtes 4K-UHD kommt. Jetzt haben wir gewechselt auf echte UHD-Auflösung. Das heißt, wir haben das Foto nochmal vorliegen in echter 4K-Auflösung und spielen diese auch zu. Und direkt auf den ersten Blick sieht man auch, dass das Bild noch schärfer ist. Die ganzen Kanten sind jetzt wirklich absolut frei von Ausfransung. Jedes kleine Fenster kann man sehen. Und tatsächlich kann man mit dem BenQ W2700, hier sehen wir übrigens 2160, das ist immer die vertikale Auflösung, also echtes 4K. Aber man kann mit dem W2700 auch wieder auf Full HD runterskalieren, wieder mit diesem Leise-Modus. Wenn wir den jetzt aktivieren, dann schaltet der Projektor wieder auf Full HD runter und rechnet auch das Bild runter. Und hier sieht man jetzt schon direkt einen sehr großen Unterschied. Der ist also noch größer, als wenn er ein Full HD-Bild bekommt, zwischen der Full HD-Version. Das ist jetzt praktisch ein 4K-Bild herunterskaliert auf Full HD und dasselbe jetzt nochmal mit dem E-Shift abgebildet. Und man sieht den Unterschied hier schon sehr, sehr deutlich. Also das ist schon gegenüber Full HD ein ziemlich deutlicher Gewinn. Wie nah das Ganze jetzt am echten nativen 4K rankommt, zeigt der Vergleich. 4K nativ ist immer noch detailreicher,
aber die UHD-Darstellung des W2700 ist immer noch detailreicher und immer noch schöner als die Full-HD-Auflösung. Ja, das ist auch das Ergebnis, das zu erwarten ist. Noch abschließend zur optischen Schärfe. Das Glasobjektiv macht auch eine sehr gute Arbeit. Die feinen Details werden sehr gut aufgelöst. Es erzeugt leichte Blausäume, aber die sind aus normalen Betrachtungsabständen eigentlich nicht zu sehen, weil das zu dunkel ist, das Blau. Das ist schön und gut, Ecki, ja, aber die Detailauflösung ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir noch die Bewegungsschärfe. Richtig, ja. Hier hat BenQ dem Gerät eine 4K-Zwischenbildberechnung eingebaut. Richtig, 4K ist ganz wichtig, denn eine echte 4K-Zwischenbildberechnung, die ist bei Beamern gerade in dieser Preisklasse doch noch selten. Und man muss auch noch unterscheiden, die muss ja neue Bilder berechnen und es gibt auch verschiedene Frequenzen. Es gibt einerseits Spielfilmmaterial mit 24 Bildern pro Sekunde, aber auch TV-Material und Serien und Sport, die arbeiten mit 50 oder 60 Hertz pro Sekunde. Fangen wir an mit einem Spielfilm in 24p. Generell muss man dazu sagen, dass der BenQ ohne Zwischenbildberechnung trotz alledem die 24 Bilderreihenfolge ohne Ruckeln abbilden kann. Das führt zu einem originalen Kinolook. Wir haben das jetzt mal als Beispiel jetzt hier mal im Film Exodus. Ja, wir spielen hier Exodus zu, 24p UHD-Titel, können wir uns wieder ansehen. Und wir haben die Zwischenbildberechnung deaktiviert. Und der BenQ zeigt jetzt die Original-Kinofrequenz. Tatsächlich verarbeitet er das intern auf 48 Hertz, also er verdoppelt einfach die Bilder. Dadurch wird die Bewegungsschärfe schon recht gut. Aber es wird vor allen Dingen die Original-Kinofrequenz beibehalten. Das heißt, wir haben dieses gleichmäßige, leichte Zittern genau wie im Kino. Alle anderen Modelle DLP-Projektoren dieser Klasse, die haben das immer intern auf 60 Hertz umgerechnet. Und dadurch entstand dieser 3-2-Pol, also ein Ruckeln. Und das hat der BenQ, der auch diesen neuen Bildprozessor, also einen neuen DMD-Chip verwendet, nicht mehr. Der zeigt das tatsächlich in 48 Hertz. Und damit ist das für alle Filmpuristen, die gar keine Zwischenbildberechnung wollen, die erste Wahl. Und Ecki, was verbessert dann die Zwischenbildberechnung? Ja, wenn wir die Zwischenbildberechnung aktivieren, das kann man übrigens sehr schön hier mit dem Shortcut auf der Fernbedienung machen. Hier gibt es die Cinemaster-Rubrik und da ist dann der Motion Enhancer 4K. Und der kann auch tatsächlich in 3 Stufen gesteuert werden, in Low, Mittel und High. Und was da passiert, ist, der Projektor rechnet dann intern nicht mehr mit 48 Hertz, sondern mit 120 Hertz. Das ist praktisch die Bildfrequenz verfünffacht, das heißt, er kann Bilder einfügen. Da das aber eine ungerade Zahl ist, arbeitet er nicht ganz 100% flüssig. Die Bewegungsschärfe wird erhöht, der Look wird auch ruhiger, aber es ist nicht ganz die 100%ige Soap-Look, den manche auch gerne mögen als Zwischenbildberechnung, den manche High-End-Projektoren schaffen, die allerdings mit 96 Hertz arbeiten. Insofern ist das eine leistungsfähige Zwischenbildberechnung, die auch den Kinolook tatsächlich gut beibehält. Das heißt, die Puristen werden das tatsächlich sogar ein bisschen mehr mögen, aber der Referenzstatus, der wird hier nicht ganz erreicht. Unumstritten gut arbeitet die Zwischenbildberechnung bei 50 oder 60 Hertz Material, sprich TV oder Sport. Richtig, genau. Da arbeitet dann der Projektor intern entweder mit 100 Hertz oder mit 120 Hertz und verdoppelt so die Bildfrequenz mit seiner Zwischenbildberechnung. Und dadurch haben wir einen absolut flüssigen Look und eine sehr hohe Bewegungsschärfe, was eben auch der DLP-Technologie mitgeschuldet ist. Und damit ist das wirklich ein sehr guter Allrounder. Kommen wir zum Thema Farben, Ecki, das im Heimkinoraumsegment immer komplexer wird. Warum ist das so? Ja, das kommt auch durch die neuen Standards. Vorher hatten wir den Full-HD-Standard, der von den Farben her eigentlich dem alten Videostandards entsprach. Und mit der 4K-Auflösung kam auch ein neuer Farbstandard, der jetzt tatsächlich die Original-Kino-Farbgebung 1:1 reproduzieren kann. Wir haben also dieselben Farben wie im Kino. Und BenQ möchte ja besonders bei den Farben punkten. Ecki, wie ist dein Urteil ausgefallen? Was sagst du zum BenQ? Ja, dass die Farben im Fokus stehen, das sieht man schon da, wenn man den Beamer auspackt. Tatsächlich liegt da ein Protokoll bei in einem Umschlag. Und dieses Protokoll zeigt individuell, dass dieser Beamer auf die Videonorm kalibriert sein soll. Und das macht kein anderer Hersteller in der Fabrik, jeden Beamer einzeln wirklich protokolliert auf die Videonorm zu eichen. Das ist tatsächlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bei den BenQ. Und wie gut ist diese Werkskalibrierung? Wir haben das zunächst mal vermessen für den Full-HD SDR-Standard, das kann man sehr schnell überprüfen, Farbtemperatur, Farbraum und Gamma. Und tatsächlich, wenn man die richtigen Presets aktiviert bei dem Projektor, dann ist der sehr, sehr gut auf die Videonorm geeicht. Man muss da eigentlich keine nachträgliche Kalibrierung mehr durchführen. Es ist tatsächlich eine echte Kalibrierung, die da stattgefunden hat und der Beamer verhält sich dann entsprechend neutral. Und Ecki, wie sieht es denn bei UHD, DCI und HDR aus? Ja, wir haben jetzt hier einen 4K UHD DCI-Film mit HDR zugespielt, live auf Pi. Man kann das hier auch sehen. Er zeigt uns das hier alles an. BT 2020 ist der neue Standard und HDR. Ja, und wenn man dieses Material zuspielt, dann sieht man auch, dann springt er in seinen HDR-Modus.
Und da aktivierte auch auf Wunsch einen speziellen DCI-Filter, der wird in den Lichtweg geschoben. Das ist hier unter der Funktion White Collar Gamut. Und dieser Filter filtert besonders reines Grün. Und dadurch erreichen wir tatsächlich den 100% oder 98%, um genau zu sein, des DCI-Farbraums. Sprich, er erreicht dann wirklich die Kinofarben. Allerdings, so ein Filter, der filtert halt viele Gelbanteile aus dem Lichtweg. Das kostet dann auch wieder Licht, gut 50%. Das heißt, das Bild wird schon einiges dunkler. Und gerade bei großen Bildbreiten und auch für HDR-Effekte kann das dann wieder knapp werden. Da ist dann aber auch das letzte Wort nicht gesprochen, denn man kann, wie man jetzt hier sieht, auch den White Collar Gamut-Filter aus dem Lichtweg fahren bei HDR. Das mache ich jetzt mal. Und da sieht man auch direkt, wie viel heller das Bild wird. Ich glaube, das wird man auch in dem YouTube-Video gut sehen, weil der Filter einfach eben aus dem Lichtweg gefahren wird. Und jetzt der besondere Clou ist, wir haben dann zwar nicht mehr die 100% DCI-Grün, das Grün ist dann so ein bisschen Richtung Gelb verschoben, aber wir haben immer noch das 100% DCI-Rot. Man sieht das hier auch bei den Gelbtönen, dass das immer noch sehr intensiv wirkt. Und ja, das Rot ist eigentlich noch viel wichtiger als das Grün, weil das viel öfter in Spielfilmen vorkommt. Und derselbe Kompromiss wird zum Beispiel auch bei vielen High-End-Projektoren gemacht, von Sony oder JVC und so weiter, dass man eben gerade das Rot erhält und dann immer noch weit über 90% DCI-Farbraum erreicht, aber eben auch die Helligkeit eben beibehält. Und das ist sehr schön, dass man da die Wahl hat zwischen den beiden Modi. Ja, das klingt aber jetzt nicht ganz so nach Perfektion out of the box. Ja, das stimmt. Also das ist bei DCI immer recht schwierig bei Beamern. Das ist eine Gewichtung der Kompromisse. Und man muss tatsächlich, gerade wenn man diesen Filter rausfährt, den Beamer auch noch anschließend optimieren. Ich bin da gerade dabei, die optimalen Settings zu finden für eine Tuning Edition, die ich exklusiv da mit dem Heimkinoraum zusammen entwickle und die dann auf jedem Beamer eingespielt wird, sodass man sich als Anwender da keine Sorgen mehr machen muss. Man muss also praktisch, wenn man den Filter deaktiviert, alle Settings noch so abstimmen, dass die Farben wieder richtig stimmen. Man sieht ja auch hier, dass dann schon noch die Farben unterschiedlich sind. Das wird jetzt alles bis zum Marktstart noch optimiert und dann kann man das einfach umschalten. Und Ecki, was sagst du? Konnte BenQ seine Ziele in der Farbwiedergabe erreichen? Ganz klar ja, denn der Kompromiss zwischen maximalem Farbraum, also DCI-Farbraum oder maximaler Lichtleistung, den haben alle lampenbasierenden Projektoren, weil die alle diesen Filter brauchen. Und ja, in der Preisklasse des BenQ ist das definitiv einzigartig, dass man überhaupt diesen Filter hat und dann auch selber den Modus aussuchen kann. Auch, dass das ohne den Filter mit dem Rot noch so gut funktioniert. Und kein anderer DLP-Projektor dieser Preisklasse hat das im Moment. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das in Zukunft auch Nachahmer geben wird. Aber er ist hier definitiv der Pionier. Ecki, du hast es schon angedeutet. Helligkeit, Schwarzwert und Kontrast hängen von vielen Parametern ab. Wie schlägt sich denn der W2700 denn hier? Ja, an erster Stelle wollen wir mal erwähnen, dass der Kontrast, also sprich der möglichst dunkle Schwarzwert bei gleichzeitig sehr hoher Lichtleistung des Projektors, tatsächlich das Bildmerkmal ist, was am teuersten bei Beamern zu bezahlen ist. Es ist sehr schwierig, viel Licht zu erzeugen und für Schwarz auch viel Licht zu absorbieren, weil so ein Beamer ja mit einer konstanten Lichtquelle arbeitet. Das ist deutlich schwieriger als bei Fernsehern mit ihren Zonenbeleuchtungen oder OLED und so weiter und so fort. Und wie sehen die Unterschiede jetzt hier aus? Ja, wir betrachten zuerst mal die maximale Helligkeit des Beamers. BenQ gibt beim W2700 eine Lumenangabe von 2000 an. Die wird aber wie so oft bei Heimkinoprojektoren nur in dem entsprechenden hellen Modus erreicht, wo dann praktisch das Lampenlicht ungefiltert auf der Leinwand ankommt. Das hat aber wiederum, ich habe das jetzt mal aktiviert, einen sehr starken Grünstich zur Folge. Sprich, man kann dann nicht mehr von akkuraten Farben reden, das Bild ist einfach nur grün und eigentlich nicht geeignet, um Spielfilme zu gucken. Aktiviert man einen der normalen Kinomodi, also bei guten Farben, wir haben ja schon erwähnt, dass der BenQ zu sehr guten Farben in der Lage ist, dann bleiben ungefähr 1200 bis 1400 Lumen übrig. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht, oder? Nein, das ist es auch gar nicht, denn tatsächlich sind auch viele High-End-Modelle auch genau in diesem Bereich von 1200 bis 1400 Lumen. Das ist auch für größere Bildbreiten durchaus geeignet. Der große Unterschied zu den High-End-Modellen zeigt sich allerdings im Schwarzwert bei dunklen Szenen, denn der native Kontrast, sprich der absolute Schwarzwert, den der Projektor erreichen kann, der liegt nur bei 1050 zu 1. Und das ist natürlich dann doch schon deutlich von den teuren Modellen entfernt. Und man sieht das dann halt in dunklen Szenen, wie dieser hier, da ist dann der Schwarzwert eher gräulich und nimmt dunklen Szenen da einfach die Bildtiefe. Es gibt so eine Art Nebelschleier, der in dunklen Szenen dann sich übers Bild legt. Und gibt es dazu noch Alternativen? Ja, tatsächlich hat BenQ, und das ist wieder ein Alleinstellungsmerkmal bei den DLP-Projektoren dieser Preisklasse, gleich zwei Alternativen verbaut.
Wir haben auf der einen Seite zum Beispiel einen adaptiven Lampenmodus. Der ist jetzt hier in dem erweiterten Bildmenü unter Light Mode. Da haben wir normal den Eco-Modus, das ist die normale Lampenmodus, hell und dunkel. Und dann noch den Smart Eco. Und bei Smart Eco, da analysiert dann der Projektor in Echtzeit, ist die Szene dunkel oder hell. Und dann wird die Lampe in einem gewissen Spielraum gedimmt. Dadurch wird der kreative Kontrast des Projektors immerhin auf 2500 gesteigert, also mehr als verdoppelt. Das zeigt sich dann in dunklen Szenen schon eine Wirkung. Man muss aber dazu sagen, dass die Lampe, dass das immer ein bisschen dauert. Also eine Szene muss schon ein paar Sekunden dunkel sein. Die Lampe wird ganz subtil nachgeregelt. Man sieht das tatsächlich auch so gut, man sieht das nicht pumpen, aber das praktisch fast unsichtbar wird, der Schwarzwert besser. Wenn aber eine Szene nur ganz kurz dunkel ist, dann hat die eigentlich kaum Zeit zu reagieren, die Lampe. Aber wenn eine Szene so 10, 15 Sekunden, so eine lang anhaltende, dann wird der Schwarzwert ganz gut und man sieht die Wirkung der adaptiven Lampe. Du sagtest ja eben, es gibt zwei Methoden. Wie sieht denn die andere Methode aus? Ja, alternativ zu dem Lampenmodus gibt es auch eine dynamische Blende. Und das ist tatsächlich auch in dieser Preisklasse momentan der einzige Projektor unter den 4K-Beamern, der das hat. Und das ist hier ebenfalls in dem erweiterten Bildmenü. Man muss den Lampenmodus dann auf einen anderen stellen, denn man kann das nicht kombinieren. Und dann hat man hier die Dynamic Iris. Und die lässt sich tatsächlich auch in verschiedenen Stufen regulieren. Und der Vorteil ist A, dass sie etwas aggressiver arbeiten kann. Das heißt, sie kann mehr Dynamik umfangen, das Bild also eigentlich stärker dimmen als die Lampe. Dadurch wird der Schwarzwert noch mehr verbessert. Und wir kommen dann tatsächlich so auf einen Kontrast von 4.000 bis 5.000 zu 1. Und das sind dann schon wirklich Bereiche, die ganz solide sind. Man kann die Blende in drei Modi steuern. Das zeigt dann, beeinflusst die Arbeitsweise, auch die Aggressivität der Blende. Ja, und gut, in dem hohen Modus sieht man ab und zu dann aber schon so ein leichtes Helligkeitspumpen. Das heißt, man sieht, dass die Blende den Lichtstrommaß nachregelt. Bei Low ist das sehr subtil und funktioniert dann wirklich gut. Erreicht dann aber auch nicht ganz denselben perfekten Schwarzwert wie der High-Modus. Und was ist jetzt besser, das Dimming oder die Iris? Rat mal. Am besten im Heimkinoraum vorbeischauen und sich den Beamer angucken, vergleichen mit anderen Beamern. Richtig, denn das empfindet jeder anders. Manche wollen den absolut besten Schwarzwert, sage ich, will einfach das dunkelste Schwarz, dieses Grau, das stört mich. Und andere wiederum, die sehen jedes kleine Helligkeitspumpen im Bild und sagen, nee, das ist, stört mich einfach. Dann nehme ich doch den weniger aggressiven Modus oder den Lampenmodus. Da ist der Schwarzwert zwar nicht so perfekt, dafür sehe ich absolut keine Arbeitsweise. Und beim Händler kann man sich das dann ansehen und die Heimkinoräume haben dann verschiedene Modi und passen das dann auf den Geschmack des Kunden an. Da kann er selber sehen, was am besten für ihn funktioniert. Du sagtest eben noch, dass die DCI-Farben Einfluss auf die Helligkeit haben. Könntest du das mal bitte erläutern? Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass der DCI-Filter rund 50% Licht kostet. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, dann landen wir mit dem DCI-Filter, also beim vollen Kinofarbraum, bei ungefähr 600 bis 700 Lumen. Das ist jetzt zwar nicht üppig und klingt gerade für HDR-Inhalte recht gering, aber es funktioniert tatsächlich im Fall des W2700, denn er hat tatsächlich eine Gamma-Anpassung, eine HDR-Anpassung, die die Metadaten ausliest, wenn sie auf der Scheibe sind und dann eben die Belichtung des Bildes sozusagen anpasst, aber nur einmal pro Film, also nicht in Echtzeit. Und natürlich müssen die Metadaten auch stimmen und auf der Disk sein. Aber tatsächlich funktioniert das. Dennoch ist natürlich die Lichtmenge für HDR-Inhalte nicht gerade üppig, weshalb man eben diesen zweiten Modus, den wir da gerade entwickeln, auch nutzen kann alternativ. Und gibt es noch andere Kontrastoptimierungsmöglichkeiten? Ja, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist der Inbildkontrast des Projektors. Davon lebt ja HDR auch gerade in der Regel. Und der ist bei DLP-Projektoren wie dem BenQ W2700 sehr hoch. Und auch er hat einen Inbildkontrast von über 300 zu 1. Problem ist nur, in den Wohnzimmern lässt sich so ein hoher Inbildkontrast kaum retten, wegen der hellen Wände und dem hellen Boden. Kaum einer hat ein schwarzes Wohnzimmer. Und wir haben ja schon gesagt, solche Beamer landen ja eigentlich in der Regel im Wohnzimmer. Mit anderen Worten, man muss den Inbildkontrast retten und das funktioniert super mit diesen Kontrastleinwänden. Das haben wir auch ausprobiert im Falle des W2700. Er harmoniert zum Beispiel super mit der Elite Cinegray 5D, weil die das Bild ein bisschen heller macht. Oder eben mit der VNX Black Horizon, die wir auch hier sehen. Genau, wie wir es gerade hier sehen können. Die verhält sich sehr neutral und rettet praktisch den Inbildkontrast. Und somit kann man tatsächlich das Bild nochmal deutlich im Kontrast steigern. Der Schwarzwert wird auch nochmal besser, gerade auch bei so einer rahmenlosen Subjektiv. Und dann stößt er tatsächlich auch auf die höheren Preisklassen ein bisschen noch hinzu durch diese Optimierung des Streulichtes.
An dieser Stelle wollen wir noch anmerken, wir haben jetzt hier natürlich für das YouTube-Video Scheinwerfer an. Die absolute Bildperformance sieht man natürlich nur, wenn man das Licht ausmacht. Dann sieht man, wie die Leinwand eben den Kontrast filtert. Der Rest des Raumes ist eigentlich relativ hell, abgesehen von dem Hintergrund hier. Und deshalb würde ich immer bitten, mach einfach mal den Scheinwerfer aus und dann sehen wir mal diese Kontrastleinwände in absoluter Perfektion. An dieser Stelle wird das jetzt hier sehr deutlich. Wir haben den hellen Schnee, der wirklich hell ist, und gleichzeitig die dunklen Bäume und die Schattenbereiche und auch die Letterbox-Balken. Und dadurch, dass die Leinwand das ganze Streulicht aus dem Raum filtert, ist die Bildtiefe so hoch, fast so hoch wie bei einem guten Fernseher. Und Ecki, was ist dein Fazit? Konnte BenQ mit dem W2700 ihre Ziele erreichen? Ja, eindeutig ja. Also man muss natürlich an dieser Stelle sagen, ein Beamer für 1599 Euro kann nicht dieselbe Bildqualität liefern wie ein High-End-Projektor für 5.000 bis 10.000 Euro. Man muss schon ein paar Abstriche in der Schärfe machen, im Schwarzwert und je nach Modus auch etwas in der Helligkeit. Aber mal ganz ehrlich, was so ein Projektor wie der W2700 mittlerweile für seine Preisklasse, für eine Bildqualität erreicht, das sucht schon ihresgleichen. Und ich kenne bei der DLP-Projektor eigentlich aber gar keinen Projektor in dieser Preisklasse, einen, der ein besseres Bild macht. Du meinst also, BenQ hat mit dem W2700 einen neuen Volksbeamer entwickelt? Ja, davon gehe ich aus. Gerade mit HDR und DCI hat er jetzt tatsächlich ein paar Alleinstellungsmerkmale bei den DLP-Projektoren. Gerade in dieser Preisklasse, und es gibt da momentan keinen Konkurrenten, der da gleichziehen könnte. Insofern werden es die DLP-Konkurrenten, eigentlich alle Konkurrenten, es in dieser Preisklasse erstmal sehr schwer haben. Ja. Das ist ja mal eine klare Ansage. Mir bleibt dann nur zu sagen, kommen Sie vorbei, gucken Sie sich den BenQ ab sofort in jedem Heimkinoraum, Stadtort in ganz Deutschland und Luxemburg an, denn dort ist er vorführbereit und mit anderen Beamern zu vergleichen. Damit bleibt uns beiden jetzt nur zu sagen, tschüss, bis zum nächsten. Hat uns gefreut. Tschüss.